Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster und heute mit einem Mailday. Und zwar hat mir der Markus auf Instagram geschrieben, ob wir tauschen könnten, weil er noch viele Premier League Sticker und Karten doppelt hat. Und dann hab ich natürlich gesagt, ja, wir können tauschen. Und seine Karten liegen auch schon hier bereit. Also er kriegt hier diese Karten für den ganzen Tausch. Die werde ich heute noch einpacken direkt und losschicken, weil er meinte, er schickt mir das erst, damit, weil ich meinte, bei letzter Zeit, ich habe in letzter Zeit halt öfters mal getauscht und da ist nichts angekommen. Deswegen, und was mich auch schon wieder richtig ärgert, die Post hat schon wieder den Brief hier angerissen. Das ist schon wieder richtig scheiße, wenn da jetzt was fehlt, ist die Post schuld, Leute, nicht Markus. Ich versuche das mal trotzdem ordentlich aufzureißen. Siehst du, man kann es einfach aufreißen, ohne dass da irgendwas wirklich kaputt gemacht wird, weil die Post einfach scheiße ist. Oh, Digga, was ist denn hier los? LOL! Hier ist der Tausch drin, meinte er, in dem Prison-Päckchen. Extras. Was hat er denn mir alles geschickt? Bruder, der Brief kommt erstmal hier zur Seite. Er hat mir einfach voll viele Sachen geschickt. Was ein Ehrenmann. Und zwar hat er mir... Hier, wir kommen jetzt gleich erstmal zu den... Wir kommen jetzt erstmal zu den normalen Karten, aber... Hat er mir noch Extras geschickt, und zwar von der... EM 2016 hat er mir von den Rewe-Karten hier noch 10 Stück geschickt. 10 Packungen. Dann hier noch extra Karten, ganz viele. Hier ist der Tausch drinne. Dann haben wir hier noch 2 Tüten von Was ist was? Abenteuer Tierwelt von Rewe gab es, glaube ich, damals mal. Ja. Und dann hat er mir noch voll viele Stickertüten von den Bundesliga-Stickern 9, 10 zugeschickt. Die habe ich ja schon voll. Und das heißt, die werde ich mir vielleicht mal aufbewahren. Vielleicht mache ich dazu noch mal ein extra Video. Auf jeden Fall werden wir heute das hier alles öffnen und dazu mache ich ein extra Video. Okay, Leute, wir legen die mal zur Seite. Auf jeden Fall danke an Markus. Wir gucken uns jetzt erstmal den Tausch an, Leute, weil das ist das Allerwichtigste. Und zwar... Das mal ganz kurz hier vorsichtig aufmachen. Ist das hier der Tausch? Ich muss mal ganz kurz ranzoomen, damit wir die Karten noch besser sehen. Haben wir Premier League Karten getauscht von der aktuellen Saison von Panini. Die fehlen mir noch alle, Leute. Die Karten könnten jetzt ein bisschen durcheinander sein, aber von den Kartennummern her, aber es geht ja nur darum, dass die Karten hier sind. Und zwar haben wir einmal Kale Walker geschickt, Ashley Young, das Power Pairing von Newcastle mit Fabian Scheer und Las Geles, Mario Franjic, Stuart Armstrong, Richard German Diamond Karte von Wan-Bissaka, sorry, ich habe das Fenster noch auf. Geil, danke. Diamond Karte von Wan-Bissaka. Hero Karte von Roberto Bobby Firmino. Dann Leighton Baines, Cherdan Shaqiri. Hero Karte von Johnny Otto. Hotspurs Triple Threat von den Tottenham Hotspurs. Elite Karte Ross Barkley. Elite Karte Schmeichel. Elite-Karte Robertson und noch Elite-Karte Anderson. Das sind alles seltene Karten, so wie Ben Gibson, Wilfried Ndidi und noch eine Elite-Karte mit James Tarkowski. Und die sind alle im super Zustand, Leute. Das freut mich wirklich sehr, dass diese Karten alle in sehr gutem Zustand sind und dass ich die auch noch alle brauche. Das ist wirklich ein richtig schönes, eine richtig schöne Überraschung, die er hier mir gemacht hat. Hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Elite-Karten, die relativ selten sind. Dann noch eine Triple Threat. Und wie gesagt, diese Karten. Und dann noch die ganzen Extras, Leute. Die ganzen, ich glaube, das ist alles da. Die Post hat dann wohl doch nicht da irgendwie verstudert oder rausgenommen. Ich hatte nämlich schon die Befürchtung, weil öfters mal ist bei letzter Zeit bei mir nichts wirklich angekommen. Oder von mir ist nichts angekommen, weil die Post wieder studert. Die haben ein eigenes Sammelalbum, Collectors, falls du das siehst, du weißt, worum es geht. Also Collectors und ich haben immer so Witze, machen immer so einen Witz, wenn irgendein Brief nicht ankommt, dass die Post selbst ein Sammelalbum hat. Und das sind auch nochmal extra Karten von Premier League Saisons, glaube ich, ne? Ja, Premier League von alten Premier League Saisons, wo ich noch keine Karte habe.
Und hier noch ein Sleeve, das heißt, der ist, das ist bestimmt was Besonderes. Ja, das sind Prism-Karten, lol. Die Ligen gucken wir uns später an. Und zwar hat er noch Premier League-Karten hier. Magic Tags Premier League damals noch. Müsste 13, 14 sein, glaube ich, ist das. 13, 14 müsste das sein. Borini, Lampard, lol. Sanja, Walker, Terry als Captain, Shawcross als Captain, Guerrero? Nee, Gerard. Das passt auch komplett. Als Captain, Away Kid von Yaya Touré, Away Kid von Scott Sinclair, Mesut Özil, Tom Cleverley, Away Kid, Away Kid Matt Ritchie, Chris Smalling, Manuel Lazzini, Alex Song, Sadio Berahino, Darren Fletcher als Captain von West Bromwich, Moussa Dembele, Captain Hugo Lloris, Jefferson Montero, Sheldon Shaqiri bei Stoke City. 13, 14 kann es ja nicht ganz gewesen sein. Oder 14, 15 müsste das hier sein. Bin mir da nicht ganz sicher. Dann Victor Wanyama, Clean Sheet, Martens de Kellenburg von Southampton, dann Ford, Tekla, Sebastian Basson. Das war, wo die noch in der ersten Liga waren, Norwich. Wann war das? 15, 16? Kann auf jeden Fall sein. Dann Nathan Redmond. Masadio Haidara. Sime de Jong. Oder Schieme. Dann Antonio Valencia. Joe Hart, Clean Sheet. David Silva. Emre Can. Das muss 13, 14 gewesen sein, die Serie hier. Dann Marcin Wasilewski. 15, ich bin mir nicht sicher, ob das 13 oder 15er Serie ist. Giroud, Bellerin, Monreal, Oxlade-Chamberlain, Sinclair. Hätte ich nicht schon, aber wenn ja, ist auch nicht schlimm. Ist das die gleiche Karte? Nee. Scott Sinclair als Base und als Awakened-Karte. Komisch. Vielleicht ist es aus der Extra-Serie gewesen. Dann Nemanja Matic, Tom Cleverley und Angelo Ogbonna als Awakened. Krass, Leute. Krass, krass, krass. Einfach nur krass. Das sind andere Karten. Jetzt erwägen ergibt das Sinn. Ah, das sind die hier mit dem grünen Hintergrund. Mit diesem. Und die haben den gleichen Hintergrund, bloß mit Rot. Oder mit Rot. Also ich glaube, das sind dann die noch älteren Karten. Würde ich mal behaupten. Oder? Was sagt ihr dazu? Sind die Karten selten? Oder welche sind älter? Ich würde sagen, diese. Ich bin mir da nicht ganz sicher, Leute. Dann haben wir hier noch Prism-Karten. Und noch alte Match-Attacks, die relativ gut sind anscheinend. Power-Karten. Nice. Und zwar haben wir dann erstmal von den alten Premier League-Karten noch den Hattrick Hero, sozusagen Hattrick-Held Sergio Aguero von der roten Serie. Dann Starspieler oder Starplayer Jamie Wardy, das Southampton-Badge. Mittelfeld-Duo mit Matic und Fabregas. Dann Diego Costa Hattrick Hero noch, also richtig krass Karten. Die beiden Hattrick Heroes sind aus der einen Serie, aus der hier. Und die anderen drei Karten sind aus der Serie. Dann haben wir noch zwei FIFA 365 Karten aus der 2017er Serie. Das ist zweimal Alisson. Einmal als Goldkarte von der AS Roma und einmal als Fans Debütkarte für Brasilien. Und dann noch Ross Barkley als Prism-Karte von der aktuellen Premier League-Saison. So, ich würde mal sagen, wir packen noch mal eben die hier aus. Legen das einfach mal hier so hin. Ach, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem hier an. Keine Ahnung, ich habe die Sticker noch nie geöffnet, ehrlich gesagt. Scheine aber auch immer einem ziemlich hinterhergeschmissen zu werden, weil die gibt es glaube ich 1000 Tüten für 5 Euro oder so auf eBay, auf jeden Fall richtig günstig. Das müsste Simba sein. Dann haben wir eine Schlange. Ein Seepferd. Ich kann also dazu nicht viel sagen. Ah, ein Dachs. Und noch einen Hirsch. Geil, Tiersticker. Also bei mir in der Stadt gibt es ja kein Rewe, deswegen
hatte ich auch, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit, die zu sammeln. Na klar, aber halt nicht bei mir zu bekommen. Deswegen ist es auch immer schwer mit diesen Rewe-DFB-Karten. Dann haben wir hier einen Oktopus. Auch ein letztes Sticker haben wir. Eine Schlange, könnte ein Riggelnatter sein. Was ist das hier? Gigi ist hier auf dem Bild. Kappa. Hier ein paar Tiere aus der Fantasy und noch einen Käfer als Glitzersticker. Keine Ahnung, was das war oder ist. Und jetzt, Leute, schieben wir diese ganzen Karten und Sticker mal hier aus dem Bild und zoomen noch mehr dran, weil wir haben jetzt 10 Sticker oder 10 von diesen Rewe-Karten und da ist ja die Chance auf diese goldenen Karten oder Glitzerkarten. Und da steht hinten drauf, cool, super, dass die irgendwann mal in den Niederlanden hergestellt wurden und gar nicht in Deutschland, obwohl das eine deutsche Serie ist. Das heißt, hier würden wir schon wieder 100 Euro für ausgeben müssen. Nee, sogar 10 haben wir, ne? Ja, 100 Euro. Und hier haben wir Thomas Müller, aber als normale Karte, also nicht als Glitzerkarte. Das sah so aus, Unterschrift, Nationalmannschaftslogo, Position, Name, Rückennummer, Trikot mit Spieler und Sternen und hinten stand nochmal Geburtsort oder Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Länderspiele, davon gewonnen, Tore, Verein und erster Verein drauf. Und dann halt die Kartennummer. Thomas Müller. Ich glaube, wir fehlen hier nur noch ein paar silberne. Aber ist egal, wir können ja, ich freue mich ja trotzdem über alles. Dann wird Jerome Boateng. Dann der nächste ist Emre Can, der Dortmunder. Die EM 2016 lief ja nicht ganz so gut, aber auf jeden Fall nicht so schlecht wie die WM 2018. Dann haben wir auch einen Ex-Dortmunder mit Ilkay Gündogan. Jetzt gleich die Hälfte. Und das ist wieder ein Verteidiger mit Emre Can zum zweiten Mal. Okay, scheint doppelt zu sein, also scheint öfters zu sein, der Emre Can. Dann haben wir jetzt einen Mittelfeldspieler mit Toni Kroos und der ist normal. Dann haben wir mal einen Angreifer mit der Nummer 30. Max Kruse müsste das sein. Ne, Mario Gomez. Und der ist normal. Bei den Stand beschickt das drauf, aber Reus spielt ja. Mann, nicht Reus, sondern Kruse spielt ja bei Fenerbahce. Spiel bei Dortmund. Rüdiger haben wir, den alten Deutschen, der mittlerweile in England spielt. Und ein Trainer ist das sein, Jogi Löw. Jogi, komm ran, in Silber am besten. Ne, er zeigt sich von seiner normalen Seite, nicht von seiner silbernen Seite. Das war jetzt auch schon wieder kompletter Witz. Und der letzte Sticker oder letzte Karte ist nochmal ein Maskottchen. Das ist Paul. Das ist, glaube ich, die letzte Karte. Ne, 32 von 36. Und das ist eine normale Karte. Leider, oder besser gesagt, keine von den seltenen Karten oder von den Glitzerkarten. Wir können hier mal ganz kurz nach Nummern sortieren. Leider auch ein Doppelten mit dem Herrn Reus, mit dem Herrn Can. 14, 6, 6 und 5. So, also, der liebe Markus hat uns 10 von den Rewe 2016er Karten zugeschickt. Dann 2 Tüten von Was ist was? Tierwelt, Disney, Rewe-Stickern. Und dann hat er uns noch ganz viele extra Karten aus 2 verschiedenen Premier League-Serien geschickt. So wie hier die eine Prism und die beiden FIFA 365 Karten. Auf jeden Fall freue ich mich darüber sehr. Und das ist alles extra, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Auf jeden Fall gibt man gerne einen Daumen nach oben für all den Markus. Der hat sich wirklich Mühe gegeben. Und schreibt mal rein, wenn ihr wisst, aus welchen Premier League Serien oder welche Premier League Jahre das, aus welchen Jahren die Premier League Serie ist, so rum. Weil die ist ja relativ, ich glaube, die sind relativ älter schon. Und das war eigentlich nur der Tausch. Und nicht zu vergessen, wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Päckchen von den 9, 10er. Und ich glaube, wir machen damit mal eine Draft-Challenge, weil das sind genug Päckchen und hier sind immer 5 Sticker drin, das heißt eine 6 könnten wir auch würfeln. Mit einem 6er-Würfel könnten wir theoretisch noch immer einen
uns eine aussuchen. Das war eigentlich der Tausch, Leute. Das sind diese Karten hier. Das sind auch schon relativ seltene Karten. Und ich müsste euch mal angucken. Ich schicke ihm nur dafür diese Karten hier. Das ist überhaupt nicht viel. Ich glaube, ich werde ihm da auch noch ein kleines Extra reintun, wo ich das jetzt hier gesehen habe. Ja, das war's. Das ist jetzt ein bisschen chaotisch hier auf dem Bild. Aber wir machen mit der Deckerserie auf jeden Fall nochmal was Geiles. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und jetzt könnt ihr hier noch abonnieren. Hier eine Playlist auschecken und hier ein empfohlenes Video. Checkt gerne Markus mal ab. Ich verlinke, denke ich mal, sein Instagram in der Beschreibung. Wenn er es erlaubt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und Tschüssikowski.